Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Da der PC gerade rumspinnt und ich einfach nicht... Ich wollte ein Horrorgame aufnehmen, es geht aber nicht. Und das wollte ich auch schon länger mal machen. Dachte ich mir, ich teste das mal, gucken, wie es euch gefällt. Los geht's! World of Warcraft hat fast 2 Millionen Dollar durch den Verkauf eines exklusiven Ingame-Pets eingenommen. Ende letzten Jahres gab es bei World of Warcraft eine Wohltätigkeitskampagne, bei der man ein Ingame-Pet kaufen konnte. Argi hieß das. Es hat 10 Dollar gekostet. Man hat sich dieses Ingame-Pet gekauft und die 10 Dollar sind komplett an das Rote Kreuz gegangen, um den Kampf gegen Ebola zu unterstützen. Am 31. Dezember gab Blizzard bekannt, dass sie 1,9 Millionen Dollar eingenommen haben. Die Entwickler bedanken sich auch natürlich im Namen des Roten Kreuzes bei allen Spielen, die teilgenommen haben. Bereits in der Vergangenheit hatte Blizzard durch eine ähnliche Kampagne die Make-A-Wish Foundation wohltätig unterstützt. Die Xbox One hat im vergangenen Monat wohl einen neuen Verkaufsrekord erreicht. Die Zeiten, in denen die PS4 der alleinige Anwärter an den Konsolenthron war, sind langsam aber sicher vorbei. Die Xbox One lebt immer weiter an Fahrt auf. Auch wenn sie noch nicht auf Platz 1 steht, wird die Microsoft-Konsole immer mehr zum starken Konkurrenten. Und wie vor kurzem verkündet wurde, hatte sie wohl im Januar nun neue Verkaufsrekorde gebrochen. Das Dumme daran ist nur, dass Microsoft mit keinen Zahlen rausrücken will. Sie schwören darauf, dass es so ist, aber... Außerdem erklärte man, dass im Januar mehr Spiele für die Xbox One verkauft worden seien als für jede andere Konsole. Eine Zahl wurde dann aber dennoch genannt. Und zwar haben im Januar die Nutzungsstunden von Xbox Live um 22% zugelegt. Das ist schon nicht schlecht, man hofft aber dennoch, dass Microsoft bald mit näheren Zahlen für diesen Verkaufsrekord rausrückt, weil, naja... Assassin's Creed soll in absehbarer Zeit auch die große Leinwand erobern. Ende 2016 soll der Streifen starten, es gab aber jetzt am Anfang schon Schwierigkeiten, das Drehbuch richtig umzusetzen. Inzwischen wurde die Produktion aber in die Wege geleitet. In der Hauptrolle von Assassin's Creed sehen wir Michael Fassbender und in den USA soll der Streifen am 21. Dezember 2016 an den Start gehen. Für die Produktion zeigen sich New Regency und 20th Century Fox verantwortlich. Es wurde betont, dass man dem Spielevorbild weitestgehend treu bleiben will, aber dennoch neue Elemente eingeführt werden. Assassin's Creed wird wohl nicht die letzte Ubisoft-Marke sein, die den Weg in die Kinos findet. Auch andere Spiele wie Watch Dogs oder Ghost Recon können mit einer entsprechenden Umsetzung bedacht werden. Ja, das war's soweit für den Infos. Sagt mal, wie ihr das so findet. Wenn ich es in Zukunft weitermachen soll, also vielleicht einmal alle 2 Wochen oder so, je nachdem wie ich halt Zeit habe, dann mache ich natürlich ein bisschen anders, also professioneller, dann setze ich mich hier, wisch. Dann mache ich da hin, mache ich voll so Jumble Bumble, ich habe was Gescheites auch und so. Aber ja, sag mal, was ihr dazu sagt. Ich muss das jetzt 2-mal aufnehmen. Ich habe es vorhin voll enthusiastisch aufgenommen. Guck mir es an und hatte hier Krümel oder sowas. Voll das fette weiße Ding, ich habe es nicht gesehen. Ihr hättet mich ausgedacht, deswegen muss ich alles nochmal neu machen. Okay, gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.